Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Death's Door. Ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen die kleine Krähe kennengelernt, ein bisschen das Kampfsystem, das ich noch nicht so komplett drauf hatte beim ersten Part und direkt zweimal gestorben bin, weil ich großartig bin. Ja, ich hatte mich auch im letzten Part gefragt, wie es ist mit dem Speichern. Man kann übrigens hier speichern. Ja, aber man wird zur letzten benutzten Tür zurückgerollt sozusagen. Also es bleibt alles gespeichert, bis auf die Gegner, die erscheinen wieder. Aber hier, dass wir zum Beispiel mit dem geredet haben, wo die ganzen Türen und Leitern waren da. Also zum Beispiel dieses viele Gekämpf, was wir machen mussten, wo die Gegner aus diesen Portalen, Türen, ich glaube eher Türen, weil ich glaube, hier geht es mehr um Türen als um Portale. Kam nicht. Genau, dementsprechend, ja, werde ich gucken, dass ich die Parts entweder an der Tür beende oder, ja, weil, naja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich jetzt nicht wirklich Lust, wenn wir da jetzt ewig weit gelaufen sind, ohne eine einzige Tür, dass ich den ganzen Weg da nochmal laufen muss, bevor ich den Part starten kann. Aber das soll euch jetzt gar nicht eure Sorge sein. Ich jammer euch hier die Ohren voll, was euch gar nicht interessiert und euch überhaupt auch absolut egal sein kann. Machen wir weiter mit unserem Abenteuer. Wir müssen stärker werden, um diesen liebevollen Wächter töten zu können. Da er denkt, seine Zeit ist abgelaufen und sterben möchte. Aber er kann nicht sterben. Weil wir zu schwach sind und er, weiß ich nicht, an diesen Ort gebunden ist, was weiß ich. Was ist das für eine Statue? So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Ach, das ist, glaube ich, die Brücke, wo der Entführer von der Seele langgelaufen ist. Da gehe ich mal nochmal zurück. Mal, was hier noch so ist. Irgendwelche Pilze. Hast du den Zwilling des Bauwerks entdeckt? Dort liegt ein Geheimnis für dich versteckt. Okay. Das heißt, wir brauchen einen Turm, der genauso aussieht. Hier geht es zum gestrandeten Seemann. Okay, aber hier kommen wir noch nicht weiter. Dann war hier noch irgendwo so eine Art Höhle. Das war, glaube ich, hier oben. Hier. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder hier lang zu laufen oder da, wo der Entführer entlang gelaufen ist. Ich gehe mal hier durch diese Höhle, die nicht sonderlich lang ist. Ah! Das war die richtige Entscheidung. Hier haben wir Seelenenergie gefunden. So. Hui! Dann zurück zur Brücke. Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Da ging es ja eh nicht weiter. Da hat die Leiter gefehlt. So, gut. Dann können wir dahin. Also ich meine, das ist die Brücke, wo der entlang gelaufen ist. So. Nein, da unten und er ist hier lang gelaufen. Da unten irgendwo waren wir. Oh, ein Hebel. Und jump. Ah, okay. Ich glaube, hier lag der erste Samen, den wir gefunden haben, den wir einpflanzen können. Da ist die Tür. Okay. Das heißt, es ist dann so eine Art Abkürzung für... Oh, cool, ein Aufzug. Okay, ist hier hinten noch was versteckt? Eine Leiter.
Gibt es eigentlich sowas wie eine Karte? Ich glaube nicht. Okay. Jetzt hier lang oder da lang. Aber da das hier nicht nach dem offiziellen Weg aussieht, gehe ich mal nach hier unten. Ja, nach so einem kleinen am Schrein beten. Der alte Schrein übergibt dir ein Bruchstück von einem Vitalitätskristall. Wenn du 4 davon sammelst, wird deine Vitalität über ihre Grenzen hinaus erhöht. Ah! Sowas wie Herzteile. Hießen sie so? Bei Legend of Zelda? Mir fällt gerade nur Herz Container ein, aber die füllen ja direkt ein Leben auf. Aber das ist hier jetzt nicht Legend of Zelda, das ist The Legend of Crow. Oder so. Of the Crow. Ich komme hier nicht rein. Ja, kommen wir vermutlich noch nicht rein. Na. Ach, so ein Rollviech. Ein totes Rollviech. Ach, ich sehe das jetzt. Das ist so ein kopfloses Viech, was wir ja eh schon kennen. Nur mit einem Schädel als Art Rucksack. Und dann rollt es lustig. Keine Ahnung. Mir vorher gar nicht aufgefallen. So, wir haben jetzt 500 Seelenenergie. Das bedeutet, wir könnten eigentlich unsere erste Fähigkeit verbessern. Kostet ja 400. Ich denke, ich lasse das mal. Entweder warte ich dann bis zur nächsten Tür. Oder ich mache das dann am Anfang vom dritten Part, wenn ich eh dann bei der Tür bin. Also wenn ich den dritten Part beende. Manchmal nehme ich ja mehrere Parts hintereinander auf. Was sich auch anbietet. Und am Ende ich die Spiele gar nicht. Ich muss einfach mal schauen. Vielleicht finden wir auch demnächst eine weitere Tür. So, ich finde, ich kämpfe doch jetzt inzwischen doch schon mal wesentlich besser. Oder was meint ihr? Hier ist eine Topf. Oh, und ein Bosskampf? Was war denn bei dieser langen Leiter? Aua. Ja, man kann ja nicht laufen, wenn man. Mir ist nicht aufgefallen, als ich nochmal in den ersten Part reingeguckt habe, ob es von der Lautstärke her so passt und nicht. Aua, ich denke. Hilfe. Ich denke, es passt. Falls nicht, beschwert euch bitte nochmal. Aua. Oh. Ist mir nicht aufgefallen, dass sobald ich mit dem Schwert zuschlage, sich meine Munition hier für die Pfeile da oben auffüllt. Das heißt, wenn die Munition von den Pfeilen leer ist, einfach schlagen mit dem Schwert. Zwei von denen. Weg, weg, weg. Okay, der eine ist tot. Das ist gut. Wie viele kommen?
kommen denn noch? Ich kann diese Gegner hier gar nicht leiden. Aua. Das war dumm. Ah. Kann man die mit dem Pfeil... Aua. Das war noch dümmer. Oh je, Mini. Okay, das war noch viel, viel dümmer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Spiel einen Tod sehen will. Gut, da wir jetzt eh hier sind, nutzen wir doch gleich den Gunst der Stunde. Und ich sag dazu jetzt nichts. Und verbessern unsere Fähigkeit mal. Mal schauen, welches wird. Willkommen bei der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeiten aufbessern? Ja. Also nochmal, wir haben Stärke, wir haben Geschicklichkeit, wir haben Eile und wir haben Magie. So, Magie ist der Pfeil und Bogen. Okay, also schließe ich jetzt aus diesem... Ich kann es euch nicht zeigen, weil man meine Maus nicht sieht, aber... Stellt euch vor, ich kreist eine Maus um dieses untere Symbol da. Ja, hier steht ja auch mit Fernkampf. So, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere magische Waffen außer dem Bogen. Weiß ich nicht, so ein Zauberstab oder so, keine Ahnung. So. Dies verbessert, so werden die Nah- und Fernkampfschnitte schneller aufgeladen und Lagerbatterien können rascher aneinandergereiht werden. Das könnte natürlich praktisch sein, wenn wir erstmal beides erhöhen, Nah- und Fernkampf. Ich glaube, das nehme ich auch. Ja. Mal als erstes. Das nächste Upgrade kostet 600. Okay. Cool. Ich denke, das ist jetzt für den Anfang erstmal ganz gut. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Mit einem verlorenen Leben. Jetzt hier auch zum Glück diese Abkürzung. Kurzung mit U, nicht mit Ü. Ha! Brauch dich nicht. Das mit dem Schrein müsste es ja eigentlich gespeichert haben, oder? Ja. Gut. Da können wir aber noch rausfinden, was bei dieser langen Leiter war. Wo wir uns nochmal in das Gefecht stürzen. Was ich ja, worauf ich ja auch überhaupt nicht vorbereitet war. Ich muss doch erklären, warum das so ein Topf war. Ihr seht auch, einmal gestorben. So, Gegner sind wieder da. Aus dem Spiel rausgeht, gespeichert hat. Ich laufe gegen den Grabstein. So ist, wenn man woanders hinguckt und nicht darauf, wo der Charakter ist und wie er läuft. So. Hier, diese lange Leiter. Wo geht's da hin? Hier ist schon wieder so eine Statue. Ich glaube, hier geht es nicht arg viel weiter. Oder doch? Hier ist ein Tor, wo wir nicht reinkommen. Und hier kommen wir auch noch nicht hin. Okay, also hatte ich recht. Hier gibt es noch nicht viel zu sehen. Naja. Habe ich mir aber auch schon gedacht, dass es hier nicht auch viel weitergehen wird. So. Oh. Wieder in die falsche Richtung angegriffen. So sehen die also aus ohne diesen komischen Hut. Es ist ein kleiner Dinger. Hm.
genau, was ich da gerade gemacht habe. Jesus. Ein Treffer kann ich noch einstecken, dann muss ich mich heilen. Ich hoffe, das passiert nicht so bald. Wir haben ja gesehen, dass hier relativ viele Gegner kommen. Na, okay, wir waren zu langsam, schade. Magischen Kugeln treffen lassen. Ist aber lieb, dass ihr beide an der gleichen. Aua, verdammt. Jetzt muss ich mich kurz heilen gehen. Wir wissen selber, was beim nächsten Schlag passiert. Wollte ich den jetzt unbedingt treffen und wurde bestraft. Au, von was wurde ich denn gerade getroffen? Oh, fast schon wieder runtergefallen. Okay, das war's. Okay. Das heißt, wir sind, glaube ich, bei dieser Etappe gestorben. Das heißt, wir sind beim letzten gestorben. Das ist bitter. Das ist bitter. Aber völlig normal für mich. Hi, für alle, die neu sind. Ich bin gut im Sterben. Bin ich sehr gut. So. Oh, die kleinen Dinger können mir nicht folgen. Oh. Die sind irgendwie süß. Ich mag die. Okay, da ist noch Seelenenergie, die wir uns irgendwie holen können. So eine Plattform. Ob das so eine Art Teleporter ist? Ich esse noch einen Hebel. Was tut der? Beide runter. Okay, was ist hier? Irgendeine Sequenz. Bitte kein Bosskampf. Nicht schon wieder. Hi. Hüter der Tür. Ehrlich gesagt gut. Dass die Pfeile, ich werde sowas von sterben, erst regeneriert werden, wenn man ihn mit Nahkampf getroffen hat und nicht irgendwie erst von Zeit zu Zeit, weil so wird man auch gezwungen, mal näher an den Gegner zu gehen. Wow! Und kämpft nicht nur feige im Fernkampf, auch wenn das jetzt mit meinem einen Leben besser wäre. Ich will nicht hinter dem sein. Oh. Okay. Also epische, plötzliche Bosskämpfe kann dieses Spiel. Definitiv. Schnell weg hier. Weg hier, weg hier. Jetzt habe ich zwei Schüsse. Verbraucht. Und ich finde es halt auch spannend. Man sieht hier halt keine Lebensanzeige.
heißt, man weiß nicht, wie lange es noch dauert. Ich weiß nicht, wie weit er down ist. Der einzige Hinweis, den man halt hat, sind Risse, die sich nach und nach formen. Und je mehr Risse er hat, logischerweise, desto mehr Leben hat er verloren. Aber so die richtige Lebensanzeige hat er nicht. Was ich auch nochmal spannender und schwieriger finde, da man nicht weiß, wie lange muss man jetzt noch durchhalten. Und bei mir ist es vor allem so, wenn ich merke, okay, der Gegner hat nur noch wenig Leben. Und ich bin auch so kurz vor Tod. Was ja momentan der Fall ist bei mir. Dann gehe ich mehr auf Risiko, weil ich denke, Kampf ist ja eh gleich vorbei. Oh, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sterbe. Oder wenn der Gegner sowas tut. Warum tut er sowas? Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, nein! Ich denke, er war kurz vor Tod. Oh, jetzt habe ich schon wieder... Genau sowas meine ich. Genau so was meine ich. Jetzt habe ich mich gerade zu sicher gefühlt. Zu, ja, ich weiß, wie es abgeht und bla. Und dann wieder nicht auf dieses Ding hier geachtet. Wieder falsch angegriffen in die falsche Richtung und habe dafür mit dem Leben bezahlt. Hervorragend. Boom, ich brauch dich nicht. Nein. So. Dann eben nochmal. Dumpti-dumpti-dum. Wir ignorieren euch jetzt einfach alle, weil wenn ich euch angreife, besteht die Gefahr, dass ich angegriffen werde und Leben verliere. Du folgst mir. Ihr könnt mir eh nicht folgen, so werde ich mich auch heilen können. Aber dieses Bosskampf gibt es auch nichts zum Heilen. Also dieses Spiel, ich weiß nicht, ob ich einfach nur zu unfähig bin. Was definitiv gut sein kann. Oder ob dieses Spiel tatsächlich schon schwierig ist. Jetzt gehen wir mal hier runter zuerst. Gucken, was hier abgeht. Hier geht es zum Gipfel. Ah, okay, wir sind wieder hier. Nein, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wo sind wir? Ja. Keine Ahnung, wo wir sind. Gut, kämpfen wir nochmal gegen den Hüter. So. Diesmal mit vollem Leben sogar. Ist halt ein bisschen langweilig, wenn man alles zweimal bekämpfen muss. Weil dann kennt man die Attacken schon und bla, Gedöns und weiß ich nicht. Gut, der kann jetzt auch nicht so viele verschiedene Attacken, dementsprechend hast du ziemlich schnell raus. Achso, ich habe keine Pfeile, das ist schon... Das war dumm. Okay, ja, 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 ja. Genau das meine ich, wenn ich eben auch zweimal gegen ihn kämpfe. Denke ich so, ach ja, ich weiß ja was ab. Okay, jetzt bin ich wirklich sehr viel schlechter. Ich sollte wieder vorsichtiger sein. Vielleicht will ich es auch einfach nur spannend haben. Wer weiß. Vielleicht denkt sich irgendwas bei mir im Inneren. Das ist zu langweilig. Weiß ich ja nicht. Aber jetzt kam das definitiv schneller. Ich denke, jetzt haben wir schneller mehr Leben abgezogen. Dass ich getroffen habe. Oh, jetzt ist er zum Schluss nochmal gesprungen. Dann hat unser Pfeil zum Schluss nicht mehr getroffen. Ja, da sollte ich ihn nicht angreifen. Viel zu riskant.
ist das viel zu nah an mir. Das gefällt mir nicht. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Ich muss wieder nah ran. Hilfe, Hilfe. Hilfe! Okay, aber wir kriegen. Sind, glaube ich, relativ. Gut. Ich glaube, das läuft doch ganz passabel, oder? Was meint ihr? Rede ich euch zu viel? Ich rede mir zu viel. Aber ich bin gerade auch. Leicht angespannt. Normalerweise rede ich ja nicht viel, wenn ich. Oh, es wird. Ich mich ja konzentrieren muss, aber. Und jetzt zerfällt er. Lieber nicht so nah rangehen. Okay, er löst sich auf und explodiert nicht. Cool. Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Hier geht es zu den überwucherten Ruinen. Die Pilze sind, glaube ich, einfach nur dafür da, dass man seine Pfeile aufladen kann. Hier geht es zum Gipfel. Runter kamen wir, glaube ich, nicht, oder? Ne, genau, hier geht es nicht weiter. Gut, dann habe ich es richtig im Kopf. Ich wollte nur noch mal nachgucken. So, einmal hoch, bitte. Danke. So. Wie komme ich dahin? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Hebel. Ach, hier sind wir wieder bei dem Grabtypen. Hier ist wieder so ein Dingsbums. Hier war ja, glaube ich, nichts. Oder? Ne, hier ist in diesem Grabtypen. Genau, das heißt, wir haben uns einfach nur wieder eine Abkürzung verschafft. Ich frage mich, was hier hin muss. Oh, die Attacke mit der mit dem Mausrad habe ich völlig vergessen. Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Oh, die hätte ich ja auch einsetzen können gegen diesen Hüter. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall zu spät. Er ist tot. Aber das sollte ich mir definitiv im Hinterkopf behalten. Halt, hier war nur der Hebel. Dann gehen wir wieder hier hoch. Ich denke, das ist so. Was. Was genau ist das? Ich denke, das sind irgendwelche so Art Portale. Hier wäre eine Pflanze zum. Ein Topf zum Pflanzen. Ein Schlüssel? Den brauchen wir hierfür. Wo geht's hier runter? Ah, hier sind wir hier oben. Da oben ist irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen es mal mit. Du hast etwas Weihrauch gefunden. Dieses Zeug riecht aber stark. Wie ist denn das? Ach, das ist so ein glänzendes Ding. Dieser Weihrauch wurde in alten Ritualen verwendet, um den Toten den Übergang ins Jenseits zu erleichtern und um beim Einbalsamieren den Leichengeruch zu überdecken. Auf dem Etikett an der Seite steht Weihrauch der Buße, markiert perfekt den Geruch verwesender Leichen. Maskiert, nicht markiert. Habe ich markiert gesagt? Falls ja, maskiert meine ich eigentlich. So, jetzt ist so die Frage, ob das in der Reihenfolge ist. Wenn ja, haben wir schon zwei Sachen verpasst.
Oder es ist nicht in der Reihenfolge und das war jetzt tatsächlich das erste glänzende Ding, was wir finden konnten. Gut. Ja. Aber ich würde doch sagen, hier ist ein guter Platz, um den Part zu beenden. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye.